Caracas, Hauptstadt von Venezuela. Laut Statistik werden hier heute 70 Menschen einen gewaltsamen Tod sterben. Es wurde ein Mann getötet. Man wollte ihn berauben. Wahrscheinlich hat er sich gewehrt und deshalb wurde er getötet. Gerardo kennt die Gewalt in Caracas. Er ist einer der Polizisten, die gegen das Verbrechen ankämpfen. Ein entmutigendes Unterfangen. Caracas ist eine der gefährlichsten Städte der Welt. Die Todesursache ist ein Kopfschuss, typisch für die Verbrecher in Venezuela, denn das ist der schnellste Tod. Die Angestellten der Apotheke werden dir sagen, sie hätten nichts gesehen, weil sie Angst um ihr Leben haben. Wenn die Täter sehen, dass jemand bei der Polizei eine Aussage macht oder der Presse etwas erzählt, kannst du sicher sein, dass sie ihn spätestens am nächsten Tag erschießen werden. Nein, nein, ich habe nichts gesehen. Ich hörte einen Schuss und als ich herauskam, lag er schon da. Die Polizei kommt doch nur, wenn es Tote oder Verletzte gibt. Bitte schön, wie lange soll das noch so weitergehen? Wo leben wir denn? Es ist empörend. Der Mann gefällt mir nicht und bumm, möge Gott ihn beschützen. Ich knall ihn einfach ab. Nein, so kann es nicht weitergehen. So eine Gewalt, jeden Tag. Und täglich wird es nur schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ein Arbeiterjunge und schau, was sie mit ihm gemacht haben. Am helllichten Tage getötet. Und die Regierung? Nichts. Vielen Dank auch. Gewalt beherrscht den Alltag. Nur 8 von 100 Mordfällen werden aufgeklärt. Die Justiz ist korrupt. Wer hier jemanden ermordet, hat nicht viel zu befürchten. Wer Gerechtigkeit verlangt, greift zur Selbstjustiz. So nimmt das Morden kein Ende. Die soziale Ungleichheit ist groß. Venezuela ist reich an Öl und es ist ein sozialistisches Land, doch der Reichtum ist schlecht verteilt. Die große Mehrheit der Bevölkerung ist bitterarm. Caracas ist eine Stadt, die von Angst geprägt ist. Angst vor Armut und Angst vor dem Tod. Ein paar Straßen weiter fängt der Pantomime Vivi seine Arbeit im großen Theater den Straßen von Caracas an. Willkommen beim einzigen Spektakel, wo der Pantomime reden kann. Einzigartig in der Geschichte. So etwas gibt es nur in Venezuela. Verrückter Kerl, verrückter Kerl! Wieso denn verrückt? Ihm gefällt nicht, wenn man ihn Clown nennt. Er fühlt sich eher als kritischer Beobachter der Realität. Ich heiße Wilfredo Aldana, bekannt als die Pantomime Vivi. Ich bin ein Straßenkünstler und verdiene mein Geld auf der Straße. Mir gefällt mein Land. Leider ist es im Moment sehr krank. Es macht schreckliche Zeiten durch. Und das tut mir weh. Hier wirst du gleich umgebracht wegen nichts und wieder nichts. Bis vor kurzem habe ich noch im Torre de David gelebt, so heißt der Turm. Es ist ein berühmtes Hochhaus, in dem etwa 3000 Menschen leben. Es sollte eine Bank werden, aber es blieb ein Rohbau. Wir haben ihn besetzt. Viele von uns sind vor der Gewalt aus den armen Vierteln geflohen. Hier im Turm haben wir Schutz gefunden. Ein Ort, wo sich unsere Kinder und Familien sicher fühlen. Auch Marie Cruz wohnte im Turm. Sie ist 40 Jahre alt. Gewalt gehört zu ihrem Leben. Zweimal wurde sie vergewaltigt. Sie selbst tötete einen Mann, der ihre kleine Tochter vergewaltigen wollte. Sie ist zum zweiten Mal verheiratet mit Bolo. Mit ihm und ihren Söhnen Miguel und Wilma lebte auch sie im Tor de David. Ich bin vor 18 Monaten in Caracas angekommen. Ich dachte, hier eine bessere Zukunft für meine Kinder und für mich zu finden. Ich bin Friseurin, Krankenschwester und Sekretärin. Und ich hoffte, dass ich hier besser vorwärts kommen könnte. Der Torre ist das dritthöchste Gebäude des Landes. Anfang der 90er Jahre wurde er von einem mächtigen Finanzinvestor errichtet.
Dieser träumte von einer Wall Street Venezuelas. Aber 1994 ging das Geld aus. Und das Gebäude blieb unvollendet. Seitdem dient es den Armen als Zuhause. Miguel, Maricruz Sohn, hat sich an den Alltag im Turm gewöhnt. Aber es war nicht einfach für ihn, sich zu integrieren. Er ist ein aufgeweckter Junge. Ich will Anwalt werden oder Arzt. In Venezuela? Nein, ich mag dieses Land nicht. Es ist ein schönes Land, aber ich mag es nicht. Es gibt zu viele Tote hier. Noch viel mehr als anderswo auf der Welt. Ihr Heim, der Torre de David, ist ein vertikaler Slum. Lange wurde der Turm als Hochburg der Kriminellen beschrieben. Doch die Bewohner gründeten eine Bürgerwehr und schmissen die Verbrecher nach und nach hinaus. Anfangs gab es kein fließend Wasser, kein Strom und kein Aufzug. Dann gründeten sie eine Hausverwaltung, kauften Generatoren und führten einen Monatsbeitrag für Strom und Wasser ein. Der Turm ist bis zum 28. Stock bewohnt. Mit einem Mototaxi kann man bis zum 10. Stock hinauffahren. Wir haben hier alle 4 Wochen die Möglichkeit, unsere Wassertanks zu füllen. Manchmal verspätet sich das, dann bleiben wir ohne Wasser. Es ist schwierig, die Lebensmittel hochzutragen. Ich muss bis zur 22. Etage laufen. Insgesamt aber gibt es 28 Etagen. Freitags und sonntags gibt es evangelikale Gottesdienste. Man kann sich die Wohnung segnen lassen und die Hilfe Gottes erbitten. Sportkurse sollen die Jugendlichen davon abhalten, auf den Straßen abzuhängen und kriminell zu werden. Für Maricruz ist der Torre ein Bunker, frei von der Gewalt, die in den armen Vierteln herrscht, aus denen sie stammt. Hier habe ich ein besseres Leben. Es ist der einzige Ort in Caracas, wo ich mich sicher fühle. Ich habe ein schlimmes Trauma erlitten und deswegen fühle ich mich hier so sicher. Die Treppenstufen sind für mich wie mein Leben. Wenn ich zum 15. Stock hochsteige, ist mir, als verließen mich die Kräfte. Ich halte an, ruhe ein wenig aus, schöpfe neue Kraft und gehe dann weiter. So führe ich auch mein Leben. Ich bin einer der vielen Revolutionäre und mit meiner Kunst möchte ich die Menschen aufwecken. Ein Verbrecher ist das Produkt fehlender Schulen und Bildung in den armen Vierteln. Es gibt Leute, die morden, um besser angesehen zu werden, andere, weil sie mehr Macht erlangen wollen. All das ist sehr erschreckend. Es ist fast so etwas wie Sport geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht mir Angst. Vivis Freund Wilmer, ein Kleinunternehmer, wohnt auch im Turm. Für Ladendiebstahl und bewaffneten Raub saß er mehrere Jahre im Gefängnis. Jetzt ist er ein geläuterter Mensch. In seiner Aludosenfabrik gibt er 20 Personen im Turm Arbeit. Als meine Mutter starb, hat sich der Staat meiner bemächtigt. Ich wurde in ein Zentrum für Gewalttäter gesteckt. Sie haben mich zu einer Strafe von 8 Jahren verknackt, ohne dass ich etwas getan hätte. Als ich rauskam, war ich kein normales Kind mehr. Mir ist vieles passiert, ich wurde oft geschlagen. Dort wurde der Verbrecher Wilmer geboren, der einen Schuldigen für sein Schicksal suchte. Für mich waren alle schuldig. Ich ging durch das Leben, um Böses zu tun. Wilmer hat es geschafft, sich ein neues Leben aufzubauen und Geld zur Seite zu legen. Heute ist ein großer Tag für ihn. Er hat seinen Nachbarn Vivi engagiert. Es ist das erste Mal in seinem Leben, dass er sich eine richtige Geburtstagsfeier für seine Kinder leisten kann. Er ist sehr glücklich. Viele Menschen aus der Oberschicht verachten uns, weil wir arm sind. Ich habe es schon immer gesagt, unsere größte Sünde ist es, arm zu sein. Es ist eine Sünde, arm zu sein.
Auch Vivi kommt aus armen Verhältnissen. Caracas hat 6 Millionen Einwohner. Über die Hälfte von ihnen wohnt in Armenvierteln. Mein Caracas. Hier haben wir viele Favelas. Die Menschen hier sind leider sehr ungebildet und die Gewalt beherrscht den Alltag. Die Armenviertel sind riesig groß. Das größte Armenviertel ist Petare. Es ist einer der größten und gefährlichsten Slums Lateinamerikas. Rivalitäten und Schießereien zwischen Jugendbanden, organisiertes Verbrechen und Rachemorde, Drogen und Waffenhandel im großen Stil. Schätzungen zufolge gibt es bis zu 18 Millionen Schusswaffen im ganzen Land. Der verstorbene Präsident Hugo Chavez hatte aus Angst vor einer US-amerikanischen Invasion die Armenviertel aufrüsten lassen. Die Amerikaner kamen nicht, die Waffen blieben. Die Unsicherheit ist allgegenwärtig. Sie ist grenzenlos. Jeder Tag, der vergeht, bringt neue Unsicherheiten. Menschen werden enthauptet oder in Stücke gehackt. Das ist eine Form der Selbstjustiz. Petare gleicht am Wochenende einer Kriegszone. Die Polizei patrouilliert zusammen mit dem Militär. Sie haben die Operation Sichere Heimat genannt. Doch korrupte, schlecht bezahlte Einheiten können der Gewalt keinen Einhalt gebieten. Es gibt durchschnittlich noch immer 7 Morde pro Nacht. Wenn du hier berühmt werden willst, bring einen Polizisten um. Das ist für sie wie eine Trophäe. Gerardo erhält einen Funkruf. Man hat einen Mann erschossen. Routine an einem Wochenende in Petare. Ein Motorradfahrer hat ihn vor seinem Haus erwischt. 4 Schüsse, einen davon in den Kopf. Ein Rachemord. Ein Mord, der höchstwahrscheinlich niemals aufgeklärt werden wird. Der Turm scheint dagegen wie ein Paradies, eine Oase der Ruhe, der Vertrautheit. Im 28. Stock wird ein Fest gefeiert. Hier fühlen sie sich sicher, ganz weit oben. Im Turm sind Waffen verboten. Selbst gegründete Wacheinheiten schmeißen Unruhestifter raus. Die Bewohner wollen ihre Kinder von den Jugendbanden fernhalten. Die rekrutieren inzwischen schon Kinder im Alter von Miguel. Ich versuche, meine Kinder mit allen Mitteln zu schützen und zu verteidigen. Ich bin sehr besorgt, weil ich von meinem Ex-Mann vor den Augen der Kinder geschlagen wurde. Und wirklich, Miguel ist sehr aggressiv geworden. Er hat eine große Klappe und widerspricht mir ständig. Marie Cruz sorgt sich um Miguel. In der Schule wird er gemobbt. Weder dort noch zu Hause im Turm hat er Freunde. Er ist in einem schwierigen Alter. Er hat 75 Mal die Schule geschwänzt und stört im Unterricht. Er sagt, er will keine Hausaufgaben machen. Er macht seine Hausaufgaben nicht. Miguel ist in 11 Fächern gefährdet und schwänzt immer wieder die Schule. 1% von 100. Spanisch muss er noch nachholen. Dafür braucht er noch 18 Punkte. Zieh dich bitte aus und warte auf mich in deinem Zimmer. Warum hast du in 11 Fächern versagt?
Und warum hat dich die Spanischlehrerin nie gesehen? Warum gehst du nicht zur Schule? Warum gibst du dich mit solchen Freunden ab? Ich habe ja keine Freunde in der Klasse. Mit wem hängst du dann rum? Denkst du, ich bin blöd? Ich kaufe mir nichts, um dir alles, was du brauchst, zu geben. Und wofür das alles? Wofür? Ich werde versuchen, mich zu bessern. So wirst du dich bessern. Du wirst kein Verbrecher werden wie dein Vater. Du sollst studieren. Ich habe es satt, immer nett mit dir zu sein. Siehst du nicht, dass ich krank bin? Weißt du nicht, dass ich bald sterben werde? Ich will aber für dich leben. Und das ist der Dank dafür? Ich bin enttäuscht, das habe ich nicht verdient, dass du mir das antust, Miguel. Marie Cruz hat vor kurzem erfahren, dass sie Krebs hat. In wenigen Tagen wird sie in ihre Geburtsstadt fahren, wo die Operation für sie billiger ist. Die Gewalt in Venezuela ist wie ein Teufelskreis. Man versucht, Gewalt durch Gewalt zu verhindern. Gewalt hat viele Gesichter, weiß auch Vivi. Auch der Staat selbst reagiert mit Härte. Anfang 2014 starben bei Straßenunruhen mehr als 40 Studenten. Die Protestbewegung hat schon lange kein Vertrauen mehr in die Regierung von Präsident Maduro, dem Nachfolger von Hugo Chavez. Die Jüngeren, vor allem aus der Mittelschicht, sehen keine Perspektive mehr. Sie protestieren wegen Warenknappheit und vor allem wegen der Unsicherheit. Im Juni löste die Regierung die Proteste auf und ließ die Lager auf den Plätzen in Caracas räumen. Viele Studenten sind seitdem eingesperrt oder verschwunden. Ich denke, die Proteste und Ausschreitungen gingen zu weit. Sie haben nichts gebracht. Schau mal, auf welche Art ich protestiere. Ich setze meine künstlerischen Fähigkeiten ein. Ich denke, Kunst kann viel mehr bewirken als Steine und Molotow-Cocktails. Gerardo fühlt sich überfordert durch die Gewalt, die sein Land hervorbringt. Schon sein Vater und Großvater waren Polizisten. Manchmal zweifelt er an seinem Auftrag. Denn bisher ist noch jede Maßnahme der Regierung gescheitert. In den vergangenen Jahren hatten wir 14 verschiedene staatliche Sicherheitsprogramme. Keines war erfolgreich. Alle blieben wirkungslos. Ich glaube, man macht zurzeit viele Fehler, die später schlimme Folgen haben werden. Die Leidtragenden sind immer die Menschen. Auf den Friedhöfen der Stadt haben Opferpriester, Santeros, großen Zulauf. Verzweifelte wenden sich an sie. Die Santeros sollen ihnen dabei helfen, mit Toten in Kontakt zu treten. Und zwar mit toten Kriminellen. Typen, die sich auch im Diesseits mit roher Gewalt durchgesetzt haben. Das waren hier alles einmal Verbrecher. Sie wurden eingesperrt. Sie waren Menschen wie du und ich, aber jetzt leuchten sie uns. Sie beschützen uns und zeigen uns neue Wege. Sie trinken Bier und rauchen Zigarren. Ja, 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 ja.
Was macht der Tote? Er gibt uns Ehrbarkeit, Kraft und Willenskraft. Er gibt uns neue Energie. Vorwärts, vorwärts, du kannst es schaffen. Sie sind wie eine Stütze. Um die Toten gnädig zu stimmen, sollen sie beschenkt werden. Dazu müssen sie erstmal geweckt werden. Die Priester tanzen und singen auf dem Grab. Dann beißt einer von ihnen einem Hahn den Hals durch. Das Leid des Tieres soll heilige Energie verströmen und den Toten dabei helfen, Kraft aus dem Jenseits zu senden. Zurück im Turm. Marie Cruz muss ihre Koffer packen für ihre Zeit im Krankenhaus. Miguel bleibt zu Hause. Der Abschied fällt beiden schwer. Du bist ein sehr intelligenter Junge. Ich weiß nicht, ob die anderen an dich glauben. Es interessiert mich auch nicht. Aber ich glaube an dich. Ich möchte, dass du vorankommst. Wenn ich dich bestrafe, dann doch nur, weil ich will, dass du vorankommst. Du sollst all das erreichen, was mir immer verwehrt wurde. Du wirst der Welt beweisen, dass eine Hure etwas Intelligentes erzeugen kann. Mami, ich werde dich vermissen. Ich habe dich sehr lieb. Ich weiß noch, wie mein Papa sie geschlagen hat. Mein Papa ist ein schlechter Mensch. Weißt du noch, als er sie schlug? Ja. Ich war klein, ich war 4 Jahre alt. Und warum schlug er sie? Das weiß ich nicht. Er kam betrunken nach Hause und schlug sie. Schlug er dich auch? Ja. Im August 2014 erleben die Bewohner des Turms eine große Überraschung. Sie müssen den Turm verlassen. Man hat uns gesagt, dass wir alle den Turm verlassen müssen. Heute kamen die Soldaten, um uns beim Packen unserer Sachen zu helfen. Alle Bewohner des Turmes werden umgesiedelt. Die Regierung hilft beim Auszug. Mit Bussen werden die Bewohner in ihr neues Zuhause gebracht. Der Minister für Wohnungsbau hält eine Rede und gibt sich staatstragend. Es lebe Chavez! Es lebe unsere Heimat! Im Staatsfernsehen wird die Räumung des Turmes als ein sozialistisches Geschenk an die Bewohner verkündet. Es wird gemunkelt, der Turm sei an einen chinesischen Magnaten verkauft worden. Die Regierung dementiert. Den ehemaligen Bewohnern hat man untersagt, darüber mit Journalisten zu sprechen. Nach wenigen Tagen ist es der Presse verboten, den Turm zu betreten oder darin zu filmen. Marie Cruz und ihre Familie sind in den Nachrichten zu sehen. Marie Cruz ist wegen des Umzugs nach Caracas zurückgekommen. Ihre Operation hat noch nicht stattgefunden.
Die Umsiedlung hat im August begonnen und soll Ende November abgeschlossen sein. Die Wohnungen befinden sich in einer neu erbauten Siedlung, eine Stunde südlich von Caracas. Ein Geschenk der Regierung. Die ehemaligen Turmbewohner sind glücklich. Marie Cruz und Bolo haben sich das Haus von einem evangelikalen Priester segnen lassen, haben ein neues Leben begonnen. Sie haben einen kleinen Lebensmittelladen eröffnet und versuchen, Geld für die Behandlung von Marie Cruz zu sparen. Sie ist immer noch krank. Auch Miguel hat sich verändert. Er besucht eine neue Schule und hat ein Zimmer für sich alleine und sagt, dass er Schauspieler werden will. Ich bin so glücklich, dass ich diese Wohnung bekommen habe. An dem Tag, an dem ich nicht mehr da bin, werden meine Kinder nämlich eine eigene Wohnung haben. Man wird sie ihnen nicht mehr wegnehmen können. Man wird sie nicht mehr auf die Straße setzen können. Wenn ich dann mal tot bin, werden sie sagen können, Mami hat gekämpft. Wenn ich weg bin, werden sie eine Wohnung haben, die ihnen ganz alleine gehört. Hier kennt sich jeder. Es sind die gleichen Nachbarn wie im Torre de David. Marie Cruz ist glücklich, auch wenn sie wieder einmal von vorne anfangen musste, auch wenn sie wieder kämpfen muss, um voranzukommen. Gerardo kämpft weiter gegen das Verbrechen in Petare. Er studiert Wirtschaft an der Abendschule. Aber noch denkt er nicht daran, die Polizei zu verlassen. Vivi hat jetzt eine große Dreizimmerwohnung. Er verdient sich immer noch seinen Lebensunterhalt auf der Straße. Das Verbrechen hat sich zu etwas entwickelt, was man nur schwer stoppen kann. Ich glaube, der beste Weg ist durch Kunst, Erziehung und Sport. Wenn eine Gesellschaft so in der Gewalt versunken ist, wird es schwierig. Nicht unmöglich, aber sehr schwer. Wie verabschiedet man große Künstler? Caracas. So ist Caracas. Hier lacht man, hier weint man, wie in jedem Theater des wirklichen Lebens. Zumindest diesmal scheint Vivi auf der Gewinnerseite. Hier fühlen wir uns sehr glücklich, weil wir mehr Platz für unsere Kinder haben. Hier können sie Fahrrad fahren, sie können rumlaufen. Hoffentlich bleibt hier alles so ruhig und sicher. Hoffentlich wird es nicht gefährlich, denn im Torre habe ich mich sehr sicher gefühlt, auch wenn die Menschen schlecht von ihm gesprochen haben, habe ich mich drinnen sicherer gefühlt als draußen. Aber das Wichtigste hier in unserer neuen Wohnung, sie gehört uns. Meine Maske soll ein Spiegel sein für die, die mich sehen und für die, die noch kommen.